Hello, 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 okay. Hello ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Hässliche Teile kombinieren Video. Das ist das Format, falls ihr das Format nicht kennt, wo ihr die Chance habt, wenn ihr irgendwie ein hässliches Teil bitte immer in Anführungsstrichen entdeckt, es mir per Instagram direkt einfach zuschicken könnt und mit ein bisschen Glück seid ihr dann in einem der nächsten Videos mit dabei. Der Link zu meinem Instagram-Account ist wie immer der allererste unten in der Infobox und dort könnt ihr dann auch im Anschluss dieses Videos einmal abstimmen, welche Kombination euch am besten gefallen hat. Und ich bin so gespannt, was ihr zu den Teilen sagt. Ihr habt mal wieder echt rausgehauen. Und übrigens gehört hier mein Jeanskleid eigentlich nicht dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, das war voll der Fehlkauf. Ich bin irgendwie gar nicht so zufrieden mit dem Teil, aber gut, ich dachte mir irgendwie, ich ziehe es einfach mal an, freue mich so ein bisschen damit an vielleicht, vielleicht auch nicht. Was sagt ihr? Findet ihr das top oder flop? Ich weiß nicht, ich fühle mich wie so ein kleines Kind, keine Ahnung. Aber zurück zu den eigentlichen Teilen, die ihr mir zugeschickt habt. So, wir packen heute ein bisschen aus. Wir fangen nämlich direkt mal wieder mit einem Animal Print an. Animal Prints sind bei euch sehr beliebt, wenn es darum geht, sie mir zuzuschicken. Diesmal haben wir etwas ganz Spezielles und zwar kein Schlangenprint. Kein Leopardenprint, sondern ein Kuhprint. Mu, mu, was soll man dazu noch sagen? Ein Kuhprint. Warum ein Kuhprint? Also ich muss ehrlich sagen, das kann ich mir ehrlicherweise einfach nicht cool vorstellen. Schaut euch dieses Muster an. Das ist wirklich, nein, bitte nicht. Also ich muss ehrlich sagen, den Schnitt der Hose finde ich super geil. Wer meine eigene Sommerkollektion kennt von Estelle Mar Designs, der weiß, dass ich genau den gleichen Schnitt mit einem coolen Muster produziert habe. Falls ihr so eine Hose noch sucht, dann schaut es euch sehr gerne unten mal an. In der Infobox ist auch der Link zu meinem Online-Shop, falls ihr den übrigens noch nicht kennt. Da solltet ihr mal reinschauen, denn da sind wirklich nur noch Restposten und die Sachen werden nicht nachproduziert, außer die T-Shirts. Als ich die Hose anprobiert habe, habe ich gemerkt, sie ist mir ein bisschen zu kurz. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Petite-Version, also Petit-Version von ASOS bestellt hatte und eigentlich hätte ich da wirklich eher die normale bestellen müssen. Aber gut, wir stellen uns jetzt einfach vor, dass sie normal lang wäre. Ich habe hier einen Trick bei dieser Hose angewendet, den ich sehr, sehr gerne beim Muster anwende. Und zwar schaue ich mir einfach an, was für Farben das hat. Hier ist es ganz offensichtlich weiß-braun-schwarz. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier für braun und schwarz entschieden, habe erstmal ein schwarzes Crop-Top dazu kombiniert und habe mich dann für braune Cowboy-Stiefel entschieden, weil ich finde, zu Schlaghosen passt dieser Look eigentlich ganz cool. Und dann habe ich noch eine schwarze Jeansjacke dazu genommen. Wie ihr merkt, habe ich also beide Farben einfach aufgegriffen und ich muss ehrlich sagen, ich bin letztendlich doch ganz begeistert von dem Look, aber ich mag halt einfach auch den Schnitt dieser einzelnen Teile und trage solche Schlaghosen allgemein sehr, sehr gerne. Und dann mit diesen Cowboy-Boots finde ich es ganz cool, wenn die Hose noch etwas länger wäre, wäre das irgendwie stimmig und wäre dann so ein bisschen ein Western-Style-Outfit, weil ich dachte, wenn wir schon so einen Kuhprint haben, gehen wir in die Richtung. Aber vom Print muss ich sagen, natürlich, Kuhprint. Damit habt ihr mich diesmal umgehauen, aber sagt gerne selbst, was ihr von dem Outfit haltet in den Kommentaren. Kommen wir nun zu einem Teil, was mir mein Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch am letzten hässliche Teile kombinieren Video an eine rosa Organza-Hose erinnern. Diesmal haben wir einen neongrünen Organza-Rock am Start. Das einzig Praktische an diesem Organza-Rock ist, dass der bereits schon weiß gefüttert ist, man dementsprechend nicht durchsehen kann, obwohl ich immer noch finde, dass es sehr, sehr durchsichtig ist. Also hautfarbene Unterwäsche ist in diesem Fall ein Muss. Ich glaube, ich hatte schwarz an. Egal, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall, weil es doch selbst tragen wollt. Bei der rosanen Hose musste ich was drunter ziehen. Hier kann ich nichts drunter ziehen, deswegen musste ich mich automatisch für eine weiße Kombi entscheiden und habe dann so einen weißen Rollkragenpulli dazu getragen. Ihr könntet genauso gut auch einfach ein weißes Shirt anziehen. Warum habe ich nicht einfach ein weißes Shirt angezogen? Jetzt frage ich mich, warum ich nicht einfach ein weißes Shirt angezogen habe. Wäre wahrscheinlich sogar lässiger und cooler. Ich habe dann noch weiße Sandaletten dazu kombiniert und noch eine Boyfriend-Jeansjacke, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen. Ich muss ehrlich sagen, das ist einer der schlechtesten Outfits, die ich in den letzten Formaten, also in den letzten Videos so kombiniert habe. Ich bin null zufrieden, weil ich halt sehr gerne eigentlich weg von diesem Weiß kommen würde. Ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, aber dadurch, dass es halt unten schon weiß gefüttert ist, habe ich das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Ich muss ehrlich sagen, damit konnte ich mich nicht anfreunden. Ich habe echt richtig gefailt bei dem Teil. Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht zufrieden. Aber an dieser Stelle würde es mich halt extrem interessieren, ob ihr irgendeine gute Idee dazu hättet. Hättet ihr eine Idee, wie man das retten kann? Bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin so gespannt. Und vielleicht hat den Rock jemand zu Hause. Falls ja, dann bitte einmal Outfit-Foto schicken. Direkt. Bleiben wir doch direkt bei einem Rock und zwar, wie ich finde, zu einem etwas weniger schlimmen Rock, aber das wurde mir tatsächlich zugeschickt. Wo ich mir am Anfang dachte, nehme ich das mit rein, ist das hässlich genug in Anführungsstrichen, aber ich finde, da sieht man halt immer mal wieder, dass für jeden etwas anderes
hässlich ist, in Anführungsstrichen. Ich will ja in diesem Format auch nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwelche Klamotten hässlich finde oder sowas, sondern es ist einfach sozusagen eine Challenge. Jeder hat verschiedene Geschmäcker und ich will euch ja eigentlich zeigen, dass egal wie etwas aussieht, man irgendwie immer etwas rausholen kann. Und bei euch im Kopf einfach den Gedanken stärken und euch vor allen Dingen auch inspirieren. Und ich hoffe, dass es klappt, dass wenn ihr alte Klamotten entdeckt, vielleicht auch von anderen Familienmitgliedern, von Freunden, vielleicht einfach Klamotten untereinander tauscht oder euch einfach denkt, hey, das muss ja nicht weggeschmissen werden oder weggegeben werden, sondern wenn ich das so und so kombiniere, dann könnte das nochmal ein komplett anderes, cooles Outfit geben. Das ist wirklich meine Hauptmessage mit diesem Format. Ich hoffe sehr, dass es euch hilft. Deswegen kommen wir nämlich auch direkt zu diesem Rock, der für den einen oder anderen halt eben nicht schön ist. Gerade durch diese floralen Muster, er ist etwas länger, er ist knielang. Ich habe mir gedacht, gerade da wir jetzt halt Richtung Herbst gehen, kombiniere ich das Ganze mit so einem bordeauxfarbenen Strickpulli, schwarzen Boots, vielleicht nochmal mit so einem schwarzen Hut. Und ich finde dieses Outfit insgesamt wirklich ganz cool. Es ist lässig, ich würde es auf jeden Fall tragen. Es ist beides etwas weiter, gerade weil das Oberteil auch sehr oversized ist. Wenn man es noch wärmer haben will, kann man jetzt natürlich auch noch eine Strumpfhose dazu kombinieren, aber damit seid ihr für den Herbst auf jeden Fall angezogen. Das heißt, wenn ihr solche Röcke bei euch zu Hause findet, immer mein Tipp, sucht euch eine Farbe in dem Muster aus. Bei mir war es eher dieser rötliche Ton und dann kombiniert ihr einfach etwas Basichaftes drauf und zack, euer Outfit ist fertig. Nun zu einer kleinen Überraschung, und zwar dieser Hose, wo ich am Anfang auch dachte, das Muster und das Material und der Schnitt, nee, der Schnitt dachte ich mir eigentlich voll geil. Ich liebe Schlaghosen. Ich weiß, dass voll viele von euch Schlaghosen so hässlich finden. Das ist voll okay. Seht ihr, ich fühle mich null angegriffen deswegen. Ich trage das so gerne und die meisten würden wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, sie hat eine Schlaghose an. Aber deswegen, ich will euch ja unterstützen. Seid selbstbewusst. Wenn euch etwas gefällt und ihr euch wohlfühlt darin, dann, das ist die Hauptsache. Das ist die Ausstrahlung. Es kann scheißegal sein, ob jemand anderes sagt, Schlaghosen sind scheiße. Ich trage das trotzdem gerne. Es macht mir einfach Spaß. Und deswegen habe ich auch hier wieder diese Hose mit diesen Megaschlitzen, was natürlich etwas gewagt ist. Das Material ist so ein Satin. Es ist wechselt zwischen matt und glanz und hat halt diesen Animal Print, dieses Leoprint, was natürlich sehr, sehr viel auf einmal ist. Ich muss sagen, sie saß super. Und gerade durch dieses Material habe ich mir gedacht, Leute, wir müssen etwas Elegantes draus machen. Habe dieses schöne Neckholder-Bindetop genommen, wo ich direkt gedacht habe, ich muss das behalten. Das ist so cool, dieses Oberteil, wie ich finde. In Kombination mit dieser Hose bin ich echt richtig geflasht. Ich habe dann noch High Heels dazu angezogen und mir persönlich gefällt das richtig gut. Das ist so ein bisschen wie bei dem letzten Video, wo ich dieses rote Overall anhatte und dann so dachte, hä, ich fand das voll blöd und jetzt finde ich es richtig cool, weil ich es angezogen habe. Und das liebe ich so an dem Format. Ihr bringt mich dazu, Dinge anzuprobieren, die ich niemals anziehen würde, die ich wahrscheinlich so weglegen würde. Und deswegen probiert einfach mal neue Dinge aus. Ich bin sehr positiv überrascht, aber an dieser Stelle verlasse ich mich natürlich auch wie immer auf eure Kommentare, ob ihr es gut findet oder vielleicht auch sagt, Sophia, no way. Noch ein Schocker, und zwar der hier, dieses Strickkleid mit wenig Form. Als ich es zugeschickt bekommen habe, dachte ich so, oh nein, das tust du mir nicht an. Tu mir das bitte nicht an. Ich muss ehrlich sagen, die Farbe ist voll meins, aber diese Kombination, Leute, diese Kombination aus diesem Khaki-Strick, diesen komischen Punkten, die da drauf sind, so reingestrickt, diesen Taschen und halt einfach diesen Karo etwas und unten dann nochmal. Und ich dachte so, das kann nicht gut aussehen. Das könnte man eigentlich sogar, das kann für meinen Stil nicht gut aussehen. Also, das erinnert mich sehr an ein Hexenfaschings-Outfit. Das muss ich an dieser Stelle mal ganz ehrlich sagen. Ihr braucht eigentlich nur noch einen Hexenhut und noch so einen Besen und dann könntet ihr eigentlich, oder? Ich weiß nicht, vielleicht assoziiere ich das auch falsch. Ich dachte, ich gebe es schon auf, dann habe ich mir aber gedacht, komm, wir ziehen jetzt einfach mal einen schwarzen Tellerrock drüber. Ja, einfach mal drüber ziehen. Dann habe ich das oben ein bisschen rausgezuppelt, so dass man unten wirklich nur noch so 1-2 cm von diesem Karo-Muster sieht. Und bei der Bum hatten wir ein bisschen mehr Taille und irgendwie sah das Ganze schon mal anders aus, weil wir nochmal so einen Farbkontrast reinbekommen haben. Und was mir halt ganz wichtig war, dass diese Taschen da unten, dass man die einfach nicht sieht. Weil ich finde, die Taschen machen das Kleid irgendwie seltsam. Wenn es taillierter wäre und so weiter, hätte ich gar nichts gegen die Farben und diesen Stoffkombi. Wir haben dann irgendwie diesen typischen Schulmädchen-Look. Ich habe da nochmal so Overknees angezogen, können auch flache sein, nur ich ziehe halt super gerne einfach diese hohen an. Und dann nochmal diese schwarze Mütze. Diese schwarze Mütze, die ihr beispielsweise einfach drüber ziehen könnt. Und dann habt ihr halt wirklich so ein bisschen diesen Schulmädchen-Look. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn ihr vielleicht jetzt so ein bisschen Perlen oder sowas noch dazu kombiniert, dann erinnert mich das sehr an Blair Waldorf von Gossip Girl. Aber so, das wäre so ein bisschen so eine Inspiration und geht so in die Richtung. Ist absolut vielleicht ein bisschen mutiger, aber ich finde auch auf jeden Fall etwas Cooles. Und falls ihr in die Richtung sehr gerne geht von eurem Stil aus, dann kann das eine sehr, sehr coole Option für euch sein. An dieser Stelle freue ich mich nun sehr auf die Abstimmung in meiner Instagram-Story, die jetzt direkt online ist, nachdem das Video da ist. Und was ihr da so abstimmt oder was ihr mir auch hier in die Kommentare schreibt. Ich lese mir wirklich jeden einzelnen Kommentar durch.
ich schaffe nicht immer alle zu beantworten bzw. jedem ein Herzchen zu geben, aber ich sehe alle und lese sie alle. Also danke, danke dafür. Gebt dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben, falls ihr mehr Teile von dem Format sehen wollt. Es ist der Wahnsinn, wie lange wir diese Reihe jetzt schon fortführen und es ist immer schön zu sehen, dass ihr das wirklich weiterhin sehen wollt. Wenn ich merke, dass es weniger wird, dann weiß ich ja automatisch, dass vielleicht nicht mehr so ein Interesse dran besteht. Aber solange das Interesse besteht, mache ich die Videos wirklich sehr, sehr gerne für euch. Es macht wirklich immer mega Spaß und ihr helft mir extrem, auch meinen eigenen Stil immer weiterzuentwickeln. Danke, danke dafür. Ich verlinke hier einmal direkt noch das letzte hässliche Teile kombinieren Video und hier unten ein neues Format und zwar das Modesünden kombinieren Video. Das heißt, da kombiniere ich einmal eure Modesünden in stylisch und gucke, ob das wirklich so funktioniert. Lohnt sich da also auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!